Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich bin gerade in Rheine und bin gerade auf dem Weg zu Moritz, aber nicht wegen Moritz, sondern wegen Lea. Ihr seht auf jeden Fall schon in meinem Titel, was ich heute vorhabe, und ich habe es auch gestern schon gesagt. Naja, ich habe es gestern nicht gesagt, aber ich habe gestern gesagt, dass ich richtig Schiss habe. Und zwar, Lea bringt mir heute Reiten bei. Ich habe sie gestern noch gefragt, ob sie heute Zeit hat, und sie hat aber ja gesagt. Ich habe ehrlich gesagt wohl Bock drauf, aber keine Ahnung, ob ich das gut machen werde oder so. Es kann ja auch sein, dass ich vielleicht vom Pferd fallen werde. Mal schauen. Nein, ich hoffe mal nicht. Jetzt fragen sich auch bestimmt einige Leute, wie ich eigentlich auf diese Idee gekommen bin. Ich habe mir gestern noch mal mein Geburtstagsvideo angeschaut, und da sind ja Lea und die Marfa und Moritz sind ja mit den Pferden vorbeigekommen. Hallo! Das Video halt mega gefeiert, und da dachte ich mir, komm, wie wäre es eigentlich, wenn Lea mir einfach Reiten beibringt. Die Leute, die mich schon richtig lange kennen und die mein erstes Video gesehen haben, wissen, dass ich mal eine Woche auf einem Ferienreiterhof war. Aber das war nur eine Woche, und davor bin ich gar nicht geritten. Mir wurde es halt in der Woche so ein bisschen erklärt, wie es funktioniert und so. Aber Leute, ich würde sagen, ich will nicht zu viel labern, und wir gehen jetzt direkt zu Lea. Okay, Leute, ich bin jetzt im Auto mit... Hallo! Mit Lea. Und Lea wird mir ja heute Reiten beibringen, habe ich euch ja gerade eben schon alles erklärt. Lea, hast du Tipps für mich? Wir lassen es ab und zu kommen. So. Ja, okay. Am Ende liege ich am Boden. Also ein bisschen Schiss habe ich schon. Ach, brauchst du nicht haben. Die wird mich so vom Pferd schmeißen, ich sag's euch. I have water! Please look at me, I have some water! Oh mein Gott. Leute, wir sind angekommen. Ich sehe Pferde überall. Lea, ich krieg Angst. Hier sind überall Pferde. Nein. Hast du das gefilmt? Wie die mich geschossen hat. Hast du das gefilmt? Ja! Ich hoffe, ich hab das drauf. Das Jugendamt! Alter. Die sind ja fast genauso groß wie ich, voll süß. Und das ist der Valley hier. Hallo Valley. Wir haben uns ja schon mal gesehen. So, Lea. Ja. Bevor du jetzt hier dein Vergnügen hast, ne? An die Arbeit, die Decke, da drüben hin. Und du musst du nicht auch arbeiten? Nö. Nein. Ich arbeite sonst immer. Heute darfst du das mal machen. Okay. Vor die lila Tonne bitte. Und der nächste sagt. Es ist das erste und das letzte Mal, Lea. Ja, so ist das Tempo schon besser. So, jetzt kannst du doch die Mistgabel nehmen. Okay. Isabel, hier lang. Okay. Come out. Ich übergebe dir. Da vorne siehst du schon ordentlich Kacke liegen. Da fährst du mal hin. Okay. Nimmst du dir die Forke? Die Forke? Ist das nicht eine Gabel? Ja, okay. Oh Mann. Gut. Oh mein Gott, Alter. Ich glaube, ich habe mir das mit dem Reiten doch anders überlegt. Okay, Leute, ich bin bereit, um heute reiten zu lernen. Ne, Belly, hast du Lust? Ich kann nicht versprechen, dass ich heute Profi-Reiterin werde. Okay, Leute, Valley wurde jetzt gerade fresh gemacht. Valley, bist du bereit? Okay, erst wahrscheinlich. Aber als erstes mit Lea reiten, weil es sind einfach 3 Jahre her, als ich zuletzt auf einem Pferd... Nee, es sind 2 Wochen her, aber trotzdem. Okay, Lea macht jetzt den krassesten Jump auf dem Pferd. Let's go. Let's go. Oh, yeah. Tschüss. Valley kommt zu mir automatisch. Lea hat nichts gemacht. Gleich bin ich dran. Ich werde besser sein als Lea. Ich sag's dir. Ich werde besser sein. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, wenn ich sowas gleich auch noch machen muss, ne? Dann ist vorbei. Dann ist wirklich vorbei. Jetzt bist du sofort dran. Oh nein. Oh mein Gott. Da ist er. Ich habe echt Angst. Ich habe richtig Angst. Come on. Valley geht ja richtig ab. Stop, Valley. Oh, you already did that. Ja, ich hab das schon gemacht, Leute. Das habe ich schon gemacht. Yeah, okay, Leute, jetzt bin ich dran. Ich glaube, ihr habt mich noch nie in einem Reithelm gesehen. Möchtest du wirklich versuchen, hoch zu jumpen? Ja, ich weiß, aber nee, das ist die falsche Seite, ne? Ja. Okay. Das weiß ich, dass es die falsche Seite ist. Oh, warte, nochmal. Oh, no. You did it, Isabel. Ja, woo. He's free. Okay, soll ich einmal, okay. Mit dem Bein, genau. Okay, weiter. Er ist erfolgreich. Oh mein Gott! Du bist so klein! Das sind meine ersten Schritte zum Reiterprofi. Genau. Ich hab auf jeden zweiten Schritt. Die Kehrte. Und schön weiter. Ja! Jetzt kommt der zweite Schritt. Das ist ja voll anstrengend. Nicht so flaschig da drauf sitzen wie ein nasser Sack.
Kreuz durchdrücken, das kannst du doch. Ach so, alleine jetzt. Okay. Mach keinen Fehler, ne? Wir erklären noch eben die Bremse. Einfach so. Und dann ein bisschen die Machen drehen. Okay. Also, sag jetzt an drauf. Ja. Oh mein Gott. Mehr? Es geht wirklich mehr als zu Bell. You can do it. Let's go, Eichel. Komm, Ben. Mein erstes Mal, ich hab ziemlich Schiss. Okay, go. Yes. Okay. Und dann das Bein nach hinten, wenn du angaloppieren willst. Ja, ja. Okay. Nach hinten! Ja! Weiter treiben! Ich kann. Oh mein Gott! Es macht so Spaß! Ich hatte nicht gedacht, dass es so anstrengend ist. Ja, wie hältst du es aus? Ich verstehe das nicht. Okay, kurze Pause. Und noch eine Runde! Es hat geklappt! Ich sag's euch jetzt schon. Vorbereiterin in Kaffee! Sogar schon einhändig! You did it, Isabel! Okay. Ich mach's in die Richtung. Juhu! Okay, Leute, für mich war's das jetzt erstmal mit Reiten. Der reitet noch ein paar Runden. Oh mein Gott. Okay, wir sind jetzt zurück von der Halle und haben gerade eben noch ein Video für Lea gedreht. Das war sehr witzig. Es hat was ein bisschen mit Touren zu tun. Schaut auf jeden Fall vorbei. Lea, wann kommt das Video online? Okay. Auf einer Skala von 1 bis 10, Lea, was? On Monday. Okay, was denkst du, wie gut bin ich eigentlich geritten? Also, dafür, dass du in 3 Jahren, beziehungsweise eigentlich nur 2 Wochen, nicht aufwärts warst, ja, muss ich sagen, Isabel. Das ist also echt gut war, oder? Von 1 bis 10? Ja. Und 10 ist das Beste oder Schlechteste? Das ist das Beste. Da würde ich dir eine 6 geben. Oh, okay, okay. Oh. Das ist das jetzt das Schlechteste. Nein, super. Oh no, guck. I'm sorry, it was a 600. Okay, ja, ja, komm, dass ich das letzte Mal vor 3 Jahren geritten bin, finde ich's. Okay, es war schon scheiße. Okay, Leute, ich bin zu Hause angekommen und ja, ich bin nicht vom Pferd gefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich nochmal trauen würde zu galoppieren oder sowas. Keine Ahnung, ich habe das ja so lange nicht mehr gemacht. Aber dann hat einfach Lea gesagt, okay, komm, du galoppierst jetzt und ja, dann bin ich einfach galoppiert. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber es hat mega Bock gemacht und übrigens habe ich mir Schuhe bestellt. Ja. Einfach sick. Sehr, sehr nice. Aber ich würde sagen, Leute, wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und werdet ein Teil von der It's Miami. Es lohnt sich wirklich. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns morgen wieder und peace out.